grüße euch beim Waffenhof. Servus. Heute haben wir auch wieder ein sehr spezielles System für euch. Es ist so gesehen eigentlich eine Weltneuheit, die am Zivilmarkt bzw. auch am russischen militärischen Markt mittlerweile Verwendung findet. Es handelt sich hier um das SR-1. Das ist im Grunde eigentlich eine Zivilversion vom Izmash gefertigten MK107 Sturmgewehr. Das ist eben gefertigt rein für sportliche Zwecke bzw. Laut den Russen auch für jagdliche Zwecke. Sehr interessant bei diesem Gewehr ist eben das gesamte System. Es ist eben rein für den Sportmarkt gefertigt, das heißt, es nimmt jedes AR-15 Magazin auf, ist witzigerweise, obwohl es eine russische Produktion ist, auf Basis von 223 Remington gefertigt. Und das Interessante an dem Ganzen ist das Verschluss- bzw. das generelle System mit einem Counterbalance. Sehr wichtig hier ist nämlich dieses zweigeteilte Gassystem im Gehäuse drinnen. Während jetzt sozusagen der Schuss bricht, dann verlässt die Patrone praktisch den Lauf und sehr viel Gasdruck bzw. hoher Gasdruck strömt natürlich hinten nach. Der kommt dann durch das Gasrohr entlang, möchte natürlich den Verschluss nach hinten bewegen. Genau durch diese Bewegung kommt auch der Rückstoß zustande, beziehungsweise ein Teil des Rückstoßes. Der meiste entsteht auch beim Stoßboden der Patrone und beim Verschluss. Und genau im selben Moment wird auch ein Großteil des Gasdruckes abgeleitet und nach vorne ins Gasrohr geschickt, wo sich ein Gegengewicht befindet. Dieses wird dann eben nach vorne geschossen und ist natürlich federgelagert und durch das wird der Rückstoß ausgeglichen. Das Gewehr zu schießen, das werdet ihr später beim Video sehen am Schießstand, das kann man vergleichen ungefähr mit einem halbautomatischen Kleinkalibergewehr. Und das, obwohl es eben auf 223 Basis ist. Das ist sehr, sehr interessant, vor allem für IPSC-Schützen. Man kann extrem schnelle Schüsse abgeben und vor allem, was dazu kommt, durch die lange Lauflänge, ist es auch extrem präzise. Der Mündungsfeuerdämpfer vorne trägt natürlich auch seinen Teil dazu bei. Das heißt, man spürt wirklich absolut gar nichts. Wir sind beim ersten Mal richtig geflasht gewesen. Es hat im Grunde keiner so wirklich glauben können, dass man wirklich keinen Rückstoß hat. Das ist ein gigantisches. Man hat den Schussknall gehört, aber nichts gespürt. Man hat nichts gespürt und man dachte sich einfach nur, was das jetzt? Also als würde man eigentlich die Waffe spannen und leer abschlagen. Genau, hier auch noch eben dabei standardmäßig ein Schubschaft bzw. ein AR-15-Style-Schaft und was wir eben zusätzlich noch verbaut haben, eine neue Optik von MPZ. Das ist ein Hersteller aus Belarus, originale russische Militäroptiken und das ist zum Beispiel eine Neuerfindung, ein 4-12-faches. Diese Zielfernrohre findet man normalerweise bei den Modellen von Dragunov, also SVD, oder mit einer Seiten, genau, oder von Kalaschnikow mit einer Seitenmontage. Das haben sie neu gemacht, eben mit einer Schnellspannmontage für Picatinny-Schienen. Das ist sehr, sehr interessant. Das Gewehr werden wir nachher testen, könnt ihr euch anschauen und könnt euch ein Bild davon machen. Es hat wirklich keinen Rückstoß. Viel Spaß dabei. Wie ihr gesehen habt, ist es natürlich ein sehr, sehr geiles System. Also es hat wirklich keinen Rückstoß. Das ist etwas wirklich sehr Modernes, beziehungsweise eigentlich auch nicht weit verbreitet. Das ist wirklich ein weltneues System. Ist natürlich ein Wahnsinn. Also auch technisch gesehen sehr interessant und auch sehr aufwendig produziert, muss man auch dazu sagen. Und ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.